Hallo und herzlich willkommen zurück bei Factorio. Wir sind an der Nordfront und wie ihr sie hier sehen könnt, ich habe so ein bisschen mal das aufgesetzt, damit wir die Alien-Artefakte meinen können. Die werden hier in diesen beiden Warenhäusern gelagert und ja, wenn die Aliens sterben, dann droppen die die auf die Fließbänder, die die dann hier nach unten bringen. Aus irgendwelchen Gründen greifen sie die Fließbänder auch nicht an. Also das scheint gut zu funktionieren. Munition ist am Start. Genügend, also ich habe hier noch ein paar Turrets zusätzlich aufgestellt, falls dann hier die blauen sind ein bisschen stärker, die halten ein bisschen mehr aus, wie ihr da seht. Ja, sieht soweit ganz gut aus. Dann, wenn wir auf die Map gucken, schau mal, ich habe hier auch unten noch alles fertig gebaut, das heißt, wir sind jetzt eigentlich sicher, die ganze Front ist abgedeckt und es dürfte uns eigentlich jetzt aktuell nichts passieren. Ich glaube, es wird sowieso nicht angegriffen, weil die Aliens von der Pollution nicht triggern. Und ich hoffe, dass sie jetzt auch nicht mehr irgendwie in unser Gebiet rein können, um da irgendwie eine neue Basis zu gründen. Das ist natürlich ganz doof. Und ja, beim letzten Mal haben wir ja so ein bisschen eigentlich angefangen, das Uran ordentlich aufzusetzen und anzureichern und haben dann festgestellt, ja, ein Atomkraftwerk ist noch nicht, weil uns das Öl fehlt. Aber ich möchte diese Episode mal ein bisschen für was anderes nutzen, und zwar ein paar. Ja, so ein paar kleinere Sachen noch zu machen. Zum Beispiel haben wir hier ein kleines Problem gehabt, dass, ja, hier, da ist das Ding aus. Und anstatt dass ich jetzt das Off-Cam mache, habe ich mir gesagt, ja, nee, komm. Das machen wir jetzt schön mal on-screen und so, weil der kommt, glaube ich, auch nicht wirklich hinterher mit den dreien. Deswegen, ja. Würde ich sagen, wir packen hier einfach noch ein paar da zusätzliche hin. Haben wir denn noch welche im Inventar? Natürlich nicht. Schade. Aber gut, das lässt sich ja eigentlich relativ einfach craften, würde ich sagen. Wir machen einfach nochmal zwei Stück. Ich denke, das sollte ausreichen. So. Jetzt müssen wir überlegen, wir müssen noch irgendwo, ja, Kohle oder Holz hier hinbringen, damit die das, ja, damit die irgendwie was zu verbrennen haben. Ja, das ist aktuell natürlich nicht der Fall. Leider ist Resin, glaube ich, nicht, ja, tauglich dafür. Wirklich viel Platz haben wir hier nicht. Sehr ärgerlich. Das habe ich irgendwie nicht ordentlich zu Ende gedacht. Aus irgendwelchen Gründen habe ich das nicht zu Ende gedacht. Naja, es geht. Es geht. Wir müssen halt ein bisschen tricksen. Also, was heißt tricksen? Wir müssen ein bisschen umbauen. Umdisponieren. Aber es geht. So. Nee. Das ist zu weit oben, weil wir müssen es hier weiter unten bauen. Ja, das ist aber kein Problem. Haben wir das ordentlich abgemessen? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, haben wir. Okay, dann machen wir es so. Und dann kommt hier das Holz rein. Dann würde ich jetzt einfach, beziehungsweise, ne, die Kohle. Weil Holz haben wir nicht so viel, wenn die ganze Geschichte ordentlich anfängt. Ja, wenn da der Plastik wieder produziert wird, dann fehlt uns dann das Holz wieder. Deswegen machen wir das jetzt erstmal so. Hier. Sehr schön. So, Holz geht unterirdisch hier weiter. Und dann brauchen wir natürlich hier noch jeweils einen fetten, also einen langen. Ja, Powerpole. Packen wir hier hin. Und ich denke, den hier werden wir auch austauschen. Weil er muss relativ. Ne, Moment mal. Der muss ausgehend. Weil die müssen relativ viel einschieben hier. Und das scheint zu laufen. Sehr schön. Okay. Ich denke, das wird auf jeden Fall eine Weile halten. Sonst noch irgendwas? Vielleicht die hier.
direkt. Das könnte auch eine gute Sache sein. So, den ziehen wir runter. Ich denke, das reicht so. Ist die Frage, ob die hier dann hinterherkommen. Wahrscheinlich früher oder später nicht mehr, aber aktuell scheint es irgendwie, ja, es staut sich. Wir gucken dann sonst später nochmal nach. Okay, dann das nächste, was ich machen möchte. Wir haben ja eigentlich hier die Electronic Circuit Boards. Und damit können wir hier eigentlich Stufe 3 hier freischalten von dem Ding. Jetzt müssen wir die ganze Geschichte ein bisschen nach links verlegen, weil die fangen, glaube ich, erst hier hinten irgendwo an. Das heißt, das werden wir jetzt einfach mal tun. Ich werde ja auch erstmal noch den Weg ein bisschen weiterbauen. Das kommt hier, fängt es an. Das heißt, da werden dann auch die entsprechenden Gebäude produziert. Granaten. So, weg damit. Bäume sind nur wieder im Weg. Wie immer. Und dann werden wir jetzt hier so ein bisschen, ja, quasi eine Struktur-Episode machen, wo wir einfach, ja, unsere Sachen wieder auf den neuesten Stand bringen. Also unsere Gebäude. Das muss natürlich auch weitergezogen werden. Wobei, auch das sollte eigentlich dann irgendwann mal in Beton umgewandelt werden. Das weiß ich jetzt nicht, warum ich das nicht getan habe. Ist jetzt aber so. So, das muss natürlich in die richtige Richtung gehen, ansonsten bringt die ganze Geschichte nichts. So, ups. Ah. Dann hat sich hier der Wal auch schon wieder gelichtet. Vielleicht hier auf dem Asphalt muss ich das auch noch säubern, aber ist jetzt im Prinzip egal. Da müssen wir nachher mal gucken, was wir für die neuen Fabriken brauchen. Alternativ könnte ich natürlich auch sagen, ja, wir machen das in beide Richtungen, dass dann halt wirklich die Lane in beide Richtungen gebraucht wird. Die Frage ist, ob das hier vom Platz her ausgeht, ne? Wir müssten ja. Und die ist zwar noch frei. Wir müssen mal gucken, was wir denn für die nächsten Assemblies brauchen. Das brauchen Aluminiumplatten und Brass ist, glaube ich, Messing. Das heißt, hier müssten halt. Ja, es müsste hier dann noch mehr reinkommen. Und das könnte unter Umständen. Spinnen wir das Ganze mal weiter. Assembly 4 haben wir da. Was ist mit Assembly 5? Das sind die bauen Electronic Logic Boards, Titanium Zeug. Ha. Da fängt es dann schon an, ne? Oh. Noch schnellere Transport Belts. Da wusste ich nicht, dass es die gibt. Sind wahrscheinlich mit Bobs. Extremely fast mit Nitinol Bearing, was auch immer das wieder ist. Ich habe keinen blassen Schimmer. Was ist das? Radioisotop Generator. Achso, der erzeugt Strom. Aha. Plutonium Cores. Ja, ich glaube, das ist noch eine Weile entfernt. Was? Ich wollte aber nochmal eigentlich die Assembly. Wo geht's hier weiter? Das hier. Ja, das braucht dann ebenfalls Assembly Machine 6. Electronic Processing Board. Ja, ihr seht auch schon, also wenn wir das hier alles irgendwie in einem Drehraum machen, dann brauchen wir einfach mehr Platz, weil einfach mehr Fließbänder hierhin auch neben dran müssen, weil wir halt viel zu viel Crap da noch brauchen. Und deswegen würde ich sagen, wir reißen das einfach ab. Das ist so der Hauptgrund einer Sache. Und dann kommt dann hier irgendwas anderes hin, was ein bisschen weniger anspruchsvoll ist, sage ich jetzt mal. So, das heißt. Schön sauber werden wir das hier abreißen. Den Pole können wir eigentlich lassen. Das Ding lassen wir auch erstmal. Wobei, nee. Weg ist weg.
So, dann geht das hier weiter. Und ich denke, wir sollten auch langsam mal die, ja, auf rote Belts dann umswitchen. Ich denke, das wäre vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt, wenn wir die hier aufgebraucht haben. Dann haben wir die nicht mehr im Inventar. Was uns grundsätzlich langfristig zugute kommt. So. Dann werden wir jetzt ab jetzt mit den roten Belts arbeiten. Gelbe Belts gibt es nicht mehr. Zumindest, ja, solange wir keine mehr im Inventar haben und nicht irgendwo wieder welche aufnehme, dann können wir das mal überlegen. Ich habe die jetzt primär auch vor allen Dingen noch gemacht, um das hier oben, weil das muss nicht wirklich schnell sein. So, das heißt, hier kommt eine Stahlkiste hin. Da wird produziert, weil wir haben eigentlich auch genügend Eisen. Würde ich sagen. Generell. Aktuell. Deswegen, ja. Ist es ganz gut. So. Was brauchen wir jetzt nochmal für die ganzen Assembly-Dinger? Iron Gills, Iron Plates. Also das, was wir hier eigentlich schon haben. Dann würde ich sagen, kommt hier noch eine dritte Lane hin. Da kommt dann irgendwie was anderes noch hin. Müssen wir nochmal sehen. Steel Gear Wheels. Dann bringen wir Steel Gear Wheels hier rein, denke ich mal. Irgendwie. Weil wir müssen jetzt hier wirklich ein bisschen platzsparend sein. Wir müssen auf jedem Belt zwei verschiedene. Wahrscheinlich wird es auch dann nicht reichen. Weil wir halt jeweils nur drei Belts haben können. Dann kommen die Maschinen und haben auf der rechten Seite nochmal drei Belts. Aber es wird. Das heißt, wir haben 12 verschiedene Ingredients, die wir verbrauchen, also die wir machen können. Kommt noch Stahl. Dann machen wir hier noch Stahl rauf, würde ich sagen. Sehr schön, okay, dann ich würde sagen, gehen wir es an. Ich hoffe, es klappt. Die Underground Belts können wir eigentlich auch noch verwenden. Wenn wir eh schon dabei sind. So, Filterinserter, hier haben wir gesagt, kommt Steel Gear Wheels hin. Ich brauche der Strom. Das ist ein bisschen ungünstig hier, dass die noch Strom brauchen. Aber ja, so ist es. Genau, hier haben wir gesagt, kommt Stahl hin. Ist jetzt die Frage, wenn wir das ein bisschen länger machen, können wir den Stahl dann von hier nehmen? Einfach direkt aus dem Belt raus? Jo. So, das hier bleibt dann frei für Tungsten zum Beispiel. Ich weiß ja nicht, ob wir dann wirklich die letzte Ausbaustufe davon brauchen, ne? Also hier, das Ding hier, wenn es hat einen Crafting Speed von 3,5, was hat das hier? Crafting Speed, ja, das ist doch ein ganzes Stück besser. Aber es braucht halt wieder dieses ganze Nitinol und Tungsten. Ich meine, guckt euch das mal an, was das alles braucht. Tungsten Plate, Tungsten Carbide Plate, das ist übelst krass. Vielleicht machen wir zwei Lanes, das mit einem 6 haben hier, glaube ich, dann eh nicht mehr Platz. Also wir verteilen das auf 2 dann irgendwie. Das heißt, wir machen die ersten 5 Stufen machen wir hier und dann die anderen auf der anderen Seite. So. Jetzt kommt erstmal das hier. Du machst die einfachen, dann kommst du und dann kommst du. So, den hier werden wir jetzt erstmal, wir machen das hier, den hier werden wir erstmal in eine Kiste packen, weil das ist die aktuelle Version. Dann kommen hier drei andere. Und dann müssen wir das hier irgendwie, rüberbringen dann. Da habe ich mir jetzt noch nicht genau überlegt, wie das dann vonstatten geht, aber das werden wir dann sehen. So. Dann kommen von hier unten die Boards rauf.
Das heißt, wir haben auf der ganz rechten Seite haben wir die braunen und die blauen Boards. Nennen wir jetzt einfach mal so, weil. Oh. Naja, gut, dann machen wir hier einen Splitter. Und dann geht das halt doch hier auch noch in die andere Richtung. Sehr schön. Das ist grundsätzlich kein Problem, dass auf dem Bass jetzt, dass es in mehrere Richtungen geht. Es ist einfach wichtig, dass die wichtigen Materialien überall sind. Also es kann auch durchaus sein, dass wir dann beim Bass irgendwie irgendwo sagen müssen, hey, wir machen das jetzt nur noch auf einer Seite und auf der anderen Seite kommt dann irgendwas anderes hin, weil wir haben ja noch mehr Boards und die müssen auch irgendwo hin und es ist hier schon langsam ein bisschen eng mit dem Platz. Wir haben hier oben noch ein bisschen was. Wir können die Rohre noch verwenden und so. Aber irgendwann wird uns wahrscheinlich der Platz ausgehen. Da müssen wir ein bisschen umdisponieren. Da muss halt alles ein bisschen näher zusammenrücken. So. Oh, nein, 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 stopp, stopp, stopp. Kein Kupfer. Kein Kupfer. Ne, Moment, das ist auch nicht gut. Wir müssen mal gucken. Okay, Kupfer ist das Letzte. Das heißt, hier müssen wir wieder in den Untergrund gehen. Da werden wir jetzt aber, da wir hier sowieso rote Bells verwenden, machen wir das jetzt einfach so. Dann hätte ich auch gerne nur eine Seite, weil das brauchen wir nicht so viel davon. Eigentlich wollte ich die anderen zwei jetzt erstmal nehmen. Naja. Dann kommen die anderen zwei halt hier hin. Das spielt im Prinzip auch keine Rolle. Brauchen wir sonst noch was? Von unten. Kupfer brauchen wir nicht. Ich glaube, ansonsten haben wir alles. So, wie machen wir das hier am besten? Das kommt mal so hin. Dann muss der hier in den Untergrund, beziehungsweise wir packen hier eigentlich, wir können eigentlich diese Splitter hier verwenden. So, das geht in den Untergrund. Das hier ebenfalls. Es wird nicht schön werden, aber ich hoffe, es wird klappen soweit. So. Dann müssen wir hier durch. Oh, nee. Falsch. So. Rot. Und damit müssen wir jetzt alles haben. Hierfür. Wir könnten, was wir auch tun könnten, wir könnten sagen, dass wir die Dinge auch hier machen. Und also hier blau und rot. Und dann beide halt hier drüben weitermachen. Weil die brauchen das quasi dieselben. Ja, dieselben Zutaten. Wenn man so möchte. So, du brauchst einmal das, du brauchst einmal das. Dann brauchen wir hier Gears und Eisen. Das heißt, du kriegst einmal den, aber von ganz rechts. Und einmal so. Der braucht auch Gears. Und Eisenplatten. So, was fehlt jetzt? Oh. Und da waren noch ein paar von den blauen zu viel.
So, was brauchst du? Du brauchst die hier. Dann brauchst du Steel Gears. Und du brauchst Stahlplatten. Ich habe übrigens den Autosave jetzt auf 10 Minuten gesetzt, also ich habe endlich mal dran gedacht. So, das heißt, wir können hier endlich produzieren. Wie schön. Weil dann würden wir sonst nämlich sagen, dass... Wir machen den hier schnell. Dann würden wir sonst nämlich sagen, dass wir hier noch unten die anderen zwei machen und der Rest geht dann auf der anderen Seite irgendwie weiter. Ich denke, das könnte vielleicht fast sinnvoller sein, anstatt dass wir jetzt hier versuchen, wirklich alle 5 Tiers davon in eine Reihe zu kriegen. Also wie gesagt, da kommt auf jeden Fall noch Aluminiumplatten. Da kommen 3 Sachen hinzu. Das wird dann schon knapp. Das wird hier noch gehen mit den Belts, aber das ist dann erst Stufe 4. Dann haben wir Stufe 5. Kommen nochmal 4 Sachen hinzu. Das reicht schon nicht. Also ihr seht so ein bisschen das Dilemma, wo wir uns irgendwie befinden. Halt. Der ist hier richtig hier. So, wir reißen das hier ab. Dann möchte ich eigentlich die blauen hier reinpacken. Die hier reinpacken, weil die werden in Zukunft nicht mehr verwendet. Ich denke, wir machen auch erstmal 2 Stacks, damit hier ordentlich ja, gearbeitet werden kann. Warum sind die so langsam? Also, wir brauchen relativ viel Stahl. Nichts leichter als das. Und auch relativ viel vom Rest natürlich. Aber das macht nichts. So, dann würde ich fast sagen, ihr nehmt die und wir nehmen die. Machen wir das Ganze hier ein bisschen schneller. Wir sollten die vielleicht auch austauschen. Ich denke, hier ist es wirklich sinnvoll, wenn wir die eh schon alle... Die sind ein bisschen schneller, wenn wir jetzt die eh schon alle so konfigurieren müssen, dann können wir auch... Dann können wir sie auch die, können wir auch die schnellen verwenden. So, dann machen wir hier mal blau. Dann machen wir hier rot. Ja, wir hätten sowieso, glaube ich, nicht so. Also, ja, wir könnten noch hätten noch 2 Stufen mehr machen können, aber wie gesagt, das reicht vom Platz halt nicht aus. Ich denke, wir machen das jetzt besser so. Dann brauchen wir Strom. Ebenfalls. So, was braucht ihr? Denselben Mist. Du nimmst das. Du nimmst die. Nochmal. Okay, Eisen und Gears. Kriegen wir hin. So, Belts sind aus. Dann werden wir... Wir könnten die hier so hinpacken. Das wäre wahrscheinlich fast besser. Da wird eh eigentlich keine mehr davon im Inventar haben, können wir das auch wieder auf einen Stack reduzieren. Oh, so. So, was brauchst du noch? Ne, Moment, hier möchten wir dann das rausbringen. Das heißt, das lassen wir lieber. Habe ich wieder nicht zu Ende gedacht. Nehmen von da. Oh. Was brauchen wir hier? Da brauchen wir noch Bearings, okay. Die haben wir aber auch hier oben. Sollte auch das also eigentlich kein Problem sein. Ich denke, wir machen hier dann eine Output Lane. Das kommt hier raus. Also einmal die und die. Und dann bringen wir jetzt hier einfach Bearings noch hin.
Wir probieren es zumindest. Es wird nicht einfach werden, habe ich den Eindruck. Das ist sowieso irgendwie alles ein bisschen ein Ghetto. Aber gut, wir werden sehen. Wir können das hier eigentlich mal ein bisschen schneller machen. Dann werden wir die hier irgendwie verbraten. Nee. Ich pack die, wenn wir die fertig haben, noch einfach wieder zurück in die Assembly Machines, die das Ganze hier drüben weiterverarbeitet. Hier. Dann werden wir jede Menge Sachen nehmen. Jetzt kommt auch das Eisen langsam wieder. Ordentlich in Schwung, Stahl, jo. Läuft alles. So. Und, naja. Es wird jetzt hier natürlich ganz viel produziert. Das heißt, der Stromverbrauch ist relativ hoch. Wir sollten vielleicht auch irgendwo was erforschen. Fuel Cells. Warum nicht? So, dann müssen wir hier jetzt noch die Steel Bearings abzwacken, was ein bisschen ein Problem ist, weil, ja, ein Problem, wir müssen halt einfach nochmal einen zweiten Power Pole hier hinpacken. Das ist nicht ein großes Problem, aber. So, du nimmst hier bitte die Bearings, die sind hier. Der steht schlecht. Das ist wirklich ein bisschen eine Friemelei jetzt hier. Ich werde das vielleicht offscreen nochmal. Oder soll ich das jetzt einfach umbauen? Ich denke, es ist vielleicht ganz sinnvoll. Komm, wir reißen das nochmal ab. Wie gesagt, die Episode war ja so oder so dafür gedacht, um mal ein bisschen kleine Klam Klein Kleinkram zu machen, kann ich noch reden. Und das werden wir jetzt auch hier tun. Weil es ist, das ist eigentlich Quatsch hier, wenn wir ehrlich sind. Das ist ziemlicher Quatsch. So, wie machen wir das am besten? Ich möchte das alles abreißen. Also, hier kommt Eisen und Stahl hin. Ja, das ist gut. Ich denke, wir verwenden jetzt auch das rote Zeug. Machen wir den oben. Dann kommt das hier rein. Jetzt müssen wir beim Stahl schauen. Ich denke, den machen wir. So. Also wirklich schön ist auch das nicht. So, Stahl kommt. Natürlich müssen wir das hier noch. Oh. Abändern. So, das ist zumindest schon mal ein bisschen platzsparender. Dann haben wir hier Steel Gears und Iron Gears. Ich denke, ich werde das hier auch umändern. Dann ist es noch ein bisschen platzsparender. So, Iron Gears machen wir hier. Oh, das ging schnell. Sniper Turret Damage. Haben wir sonst noch irgendwas? Flamethrower. Flammenwerfer ist immer gut. So, wie gesagt, da müssen hier noch die
die Steel Gears rein. Nee, das muss hier hin. Ja, da können wir hier auch den verwenden. So. Dann machen wir das so hin. Dann kommen die Bearings nehmen direkt dann hier drauf. Ich denke, das müsste soweit in Ordnung sein. Ich denke, jetzt werden wir hier auch einen Spezial-Inserter, also so einen um die Ecke-Inserter verwenden, den es ja bei Bobs Mods gibt. So, du nimmst bitte die Steel Gears. Oh ne, jetzt haben wir die Bearings genommen. So, dann hier bis hier nach unten. Es ist immer noch übelst chaotisch, aber ich weiß nicht genau, wie ich es anders machen kann oder soll. Es ist halt echt relativ, es muss hier relativ eng zusammen. Und ja. Dann machen wir den ebenso. Der nimmt einfach von zwei oben. Und hier machen wir die Bearings. Sehr schön. Zumindest müssen wir jetzt hier keinen Handstand machen, um hier noch irgendwie das Zeug rüberzubringen. Den Powerpole brauchen wir zwar nicht, aber es hat mich irgendwie trotzdem übelst gestört. Deswegen machen wir das jetzt so. So, du kriegst auf jeden Fall hier die Bearings rein. Dann kriegst du die Gears noch dazu. Alles, was das Herz begehrt. Stahlplatten brauchst du auch. Bitteschön. Jetzt hast du alles. Dann machen wir hier auf jeden Fall eine Kiste. Sehr schön, das ist voll. Super. Dann möchte ich hier, dass du das direkt auch kriegst. Damit wir die nicht mehr im Inventar haben. Ich glaube, auch hier müssen wir einen schnelleren haben, weil der kommt ansonsten nicht hinterher. Es ist auch so, es gibt immer einen Unterbruch quasi. Ist es nicht so schlimm, weil wir davon später, also ja, weil wir nicht, halt nicht so viel davon brauchen. So, noch eins. Jetzt kannst du wieder den Rest haben. Wir nehmen dann dafür die hier. Und ich möchte auch, dass die hier schnell sind. Und dann machen wir. Ich denke, die langsam machen wir dann hier hin. Und der wird ganz lange sein. Der macht außen. Weil dann ist der hier immer schneller. Sollte eigentlich immer schneller sein. Und bevor der hier das Ding nimmt. Das heißt, die ganzen Dinger sind dann. Also die Electronic Assembly Machines gehen tendenziell zuerst in die Kiste, bevor sie dann hier weiterverarbeitet werden. Wobei, nee. Das ist eigentlich Quatsch. Das ist Quatsch. Wir werden irgendwann die Kiste dann abreißen, wenn wir die zusätzlichen Tiers hier hinbauen. Und dann, ja, dann wird die Kiste auch quasi abgerissen. Dann wird gar nichts mehr in die Kiste gebracht. Deswegen, so. Dann sind die drei Lanes dann für die nächsten. Für die anderen Tiers. Und ich hoffe, dass sich das dann ausgeht. Weil dann brauchen wir diesen Kleinkram hier gar nicht mehr. Schön, haben wir 50 im Inventar. Ich denke, jetzt können wir auch mal anfangen, ein paar Dinge zu ersetzen, die vielleicht ein bisschen schneller sein müssten. Zum Beispiel da oben.
Wir haben ein kleines Stahlproblem, sehe ich auch gerade. Und ein kleines Eisenproblem ist auch wieder mal vorhanden. Das ist grundsätzlich nicht schlimm. Splitter werden wir auch ersetzen hier. Oh, und das war falsche Richtung. Ich denke, jetzt machen wir hier das Eisen generell einfach mal ein bisschen schneller. Ja, das wollte ich eigentlich nicht, aber na gut. Und dann müssen wir wahrscheinlich auch nochmal wie beim Warenhaus gucken. Also wir haben jetzt tatsächlich, wir haben es tatsächlich geschafft, den ganzen Vorrat an Eisen oder halt das, was sich rückgestaut hat zumindest, ordentlich zu verbrauchen. So, ihr seht ja schon, das wird langsam abgearbeitet, aber die nehmen halt auch immer was rein. Es wird aber auch nicht so viel produziert. Die Frage ist, warum? Ja, natürlich, weil die Hälfte jetzt zum Stahl natürlich abwandert. Deswegen kommt jetzt da nicht so viel rein. Aber wir können grundsätzlich hier mal noch, na, muss natürlich eins näher sein, das hierhin ablegen, oder? Nee, das ist kein Warenhaus, nur ein Silo, das ist nur 4 breit, das heißt, das geht nicht. Aber wir werden, ich denke, wir werden die 2 ersetzen. Schnell. Jetzt haben wir hier Eisen auf dem Belt. Sollte nicht so dramatisch sein, weil es wird so oder so dann irgendwo verwendet. Dann machen wir ihn natürlich als Near-Inserter. Wir könnten auch Stack-Inserter dahin packen eigentlich. Was brauchen wir denn für Stack-Inserter? Die könnten wir machen. Das ist erfreulich. Hier, das reicht eigentlich von der Kapazität. Es kommt halt jetzt einfach wieder mal zu wenig Eisen rein. Ist aber nur eine Frage der Zeit, bis es auch wieder besser wird. Sobald die da oben wieder fertig abgebaut haben, geht das dann schon wieder. Und die sind halt, naja, für den roten Belt sind sie halt einfach, sind 2 halt einfach zu wenig. Da bräuchte man, wie gesagt, einen Stack-Inserter, damit das dann auch ordentlich voll wird. Und Kupfer, es sieht jetzt langsam wieder gut aus. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der ganze Munitionsbehälter endlich voll ist. So, was wollte ich eigentlich tun? Ich wollte hier mal ein bisschen was ersetzen. Euch zum Beispiel. Und euch. Wirklich die wichtigen Dinge. Dann das hier. Schön, schön. Ich glaube, das hier können wir auch ersetzen direkt. Alles, was halt irgendwie mit wichtiger Produktion zu tun hat, wird jetzt gleich ersetzt. Und alles, was ja halt nicht so eine Rolle spielt, das lasse ich erstmal. Ich denke, das müsste so funktionieren. Ich glaube, die sollten auch schnell genug sein. 1000 Advanced Circuits. So. Dann nimmst du bitte die hier. Und du nimmst die hier. Und schaut gut aus. So, dann nehmen wir noch ein paar Splitter mit hier. Füllen wir unsere Vorräte wieder auf. So, Stack Inserter.
Das haben wir hier angedacht. Was ist das hier? Stack Filter Inserter. Okay. Gut, gehen wir es an, machen wir das. Dann kommen hier. Wir brauchen die normalen und die, also die blauen und die weißen. Hier nur die blauen. Okay, dann kommen hier noch Circuits rein und dann müsste das eigentlich okay sein. So, dann, wie gesagt, das hier geht in die Gegenrichtung. Die Frage ist nur, wie weit? Bis ungefähr da. Ich glaube wirklich viel weiter hinten brauchen wir es dann nicht. So, die Fließbänder hier, die packe ich hier rein. Ich möchte hier mal gucken, ob ich vielleicht noch irgendwie so ein Spezialdings machen kann. Du nimmst von zwei rechts und tust eins rechts hin. Also er sollte jetzt hier so quasi übers Kreuz die Dinge da reinpacken. Damit die hier abgebaut werden, hoffentlich, weil die brauchen wir jetzt nicht mehr. Okay, da kommt zu wenig Gears rein. Können wir jetzt leider nichts dagegen tun, das liegt am Eisen. So. Das Gute ist, jetzt, ups, das war falsche Richtung. Das Gute ist, dass die jetzt von links kommen, ist, wir können das eigentlich quasi schön. Wir können die schön zusammenführen. Das passt eigentlich ideal. Warum ist das in die Richtung? Das ist falsch. So, dann machen wir hier einen Splitter hin. Und wir machen hier einen Splitter hin. Dann kommt der Underground Belt. Und schon fließt die ganze Geschichte. Sehr schön. Aber das sollten wir vielleicht noch ein bisschen, ja, ein bisschen reduzieren. Dann kommt hier auch noch eine Kiste hin. Was, woran liegt's? Keine blauen. Und keine Gears, okay. Das lässt sich auch beheben. Oh, der braucht aber viele Gears. Sehr gut, und damit haben wir Stack Inserter. Schöne Sache, würde ich sagen. Vielleicht sollten wir hier auch noch einen davon hinbauen. Ja, das sieht gut aus. Das sollte laufen eigentlich. Also, ihr seht das mit den. Ich hätte das eigentlich schon viel früher machen sollen. Aber es kommt jetzt hier zu wenig von den blauen rein. Warum das denn? Weil wir nicht genügend Basic Electronic Components haben. Die werden wir doch direkt einfach mal upgraden. Woran liegt's hier? Der Belt ist nicht fast genug, ne? Also nicht schnell genug. Das ist. Können wir fixen. Ja, wenn man halt die Kapazitäten erhöhen möchte, dann muss man natürlich auch die Beltkapazität erhöhen. Und das ist auch
sehr schlecht. Das Carbon kommt auch nicht hinterher, habe ich den Eindruck. Na, es geht. Es ist sehr, sehr knapp, auf jeden Fall. Können wir noch irgendwie die Capacity erhöhen hier? Stack Inserter Kapazität, ja. Nehmen wir. Und ihr seht auch schon, also es ist auch der rote Belt, es ist genau eine Maschine, die arbeitet, weil die so verdammt schnell sind, die roten. Dann kommt halt irgendwie auch nicht, einfach nicht genügend rein. Weil jetzt wirklich jetzt im Carbon fehlt. Naja gut, dann machen wir das noch. Liquefier. Da können wir vielleicht irgendwie Liquefier Mark II verwenden. Die hier, die sind 225. Ja, die sind wesentlich schneller. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal ein paar davon. Oh, es fehlen mal wieder Eisenrohre. Das erinnert mich daran, ich soll gerade vielleicht ein paar Stack-Inserter mitnehmen. 9 zum Beispiel. Damit dann einfach mehr Eisen rauskommt. Weil dafür haben wir eigentlich quasi dieses Silo gemacht, damit wir, wenn wir Engpässe haben, dass wir dann das trotzdem, dass wir dann trotzdem keine Engpässe haben. Oh, nein. Hier. Nehmen wir das hier wieder mit. So, Eisenrohre. Nehmen einfach beide mit. Aber die legen auch nur zwei raus. Aus irgendwelchen Gründen. Naja, ich hoffe, das wird dann besser mit dem Stack-Inserter-Bonus. Okay, wir haben 4 Stück. Mark 2. Der macht nichts. Wir sollten das hier noch vielleicht ein bisschen verbessern. Ore Crusher, da haben wir, glaube ich, auch noch einen Mark 2 im Inventar. Jo. Hier. Dann machen wir die schneller. Aber es reicht immer noch nicht. Ah, ärgerlich. Ärgerlich, das verdammte Carbon. Wir können es wahrscheinlich schon noch ein bisschen besser machen. Wie sieht's hier aus? Einer davon reicht. Wir brauchen einfach nur mehr von denen. Das Holz ist auch am Anschlag. Schon wieder. Aber das war klar, dass das früher oder später wieder passieren wird. Naja, wir lassen das erstmal so. Ich muss mir da überlegen, wie wir das am besten genau lösen. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Es gibt nichts, was wir unbedingt gerade brauchen würden. Und deswegen lasse ich das so. Ich würde sagen, das war es erstmal mit dieser Episode. Ich hoffe, beim nächsten Mal kommen wir dann endlich dazu, ja, das Öl endlich mal anzugehen. Das wäre natürlich super. Aber ich denke, möchte das hier doch ganz gerne vorher noch beheben. Also das werden wir dann am Anfang der nächsten Episode machen. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.